Na, Schnullerbacke? Hallo. Ich soll dich mal von einem Betrüger fragen, ob du große Titten hast. Von einem Betrüger, ob ich große Titten habe? Hat er gefragt? Mhm. Ja, hast du ja gesagt? Ja, ich konnte nicht mehr antworten. Hat schon aufgelegt. Gibt es einen Grund dafür? Ich lasse sie doch nicht auf meinen Computer gucken. Dann sehen Sie ja meine ganzen... Gar nicht auf Ihre... Nee, dann sehen Sie ja meine... Ohne Ihre Erlaubnis kann ich gar nicht auf Ihren Computer gucken. Nee, aber wenn wir da im Internetbrowser surfen, dann sehen Sie ja die ganzen Pornos, die ich angeguckt habe. Nee, das muss ich nicht haben. Na, jeder schaut Pornos, ne? Brauchen Sie gar nicht mehr sagen. Ich schaue auch persönlich. Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, ich grüße euch. Heute habe ich euch mal ein etwas lustigeres Video mitgebracht. Wie so oft geht es heute wieder um die typische Trading-Abzocke. Dieses Mal allerdings mit einem besonders dummen Abzocker, der mir seine Vorlieben zum Pornos gucken gesteht. Viel Spaß mit dem Anruf. Schönen guten Tag. Mhm. Spreche ich mit Herr Gerold Steiner? Ja, ist am Apparat. Ich grüße Sie zuerst, Herr Steiner. Anna Johnson ist am Apparat von der Firma Eurocapital. Und ich habe Ihnen angerufen wegen Ihres Anmeldung bei automatisiertes Softwarehandel Bitcoin Roboter Trading, richtig? Ja, kann sein. Weitere Erfahrungen Onlinehandel? Nö, nicht wirklich. Okay. Wissen Sie, was Roboter Trading ist? Nee. Okay, Roboter Trading ist eine App und wird installiert in Ihren Smartphone, Computer, Tablet oder wenn Sie möchten. Und dieser Roboter Trading macht monatlich 13% Profite. Und Sie schauen nur die Profite, was Roboter für Sie gemacht hat. Sie verlieren keine Zeit. Das ist nicht schlecht. Ja, wie viel Prozent verdient das Ding? 30-40% macht der Roboter. Ja, meine Freunde, geht schon wieder richtig gut los. 30-40% macht der Roboter also. Und wie will sie mir das genau garantieren? Auf einem hochspekulativen Finanzmarkt, wo sich jeden Tag sämtliche Gegebenheiten ändern, ist auf jeden Fall interessant, dass sie sich da so aus dem Fenster lehnt. Ah, wir starten Ende des Monats und 95% werden für Sie in Ihr anderes Konto ausgezahlt und 5% für uns. Wir behalten nur 5%, Herr Steiner, von Ihrem Gewinn, nicht von Ihrem Kapital. Mhm. Okay? Also keine 100%. Genau, kein 100% leider, weil wenn so es wäre, dann hätte kein Mensch auf die Welt gearbeitet. Dann hätten die nur Trading gemacht. Ja, und hier hat sie mir nicht zugehört. Ich habe sie gefragt, ob sie nicht auch die 100% von mir behalten wollen. Und und das hat sie verneint. Letztendlich ist es aber genau das. Ich überweise denen mein Geld und sie behalten einfach 100% und melden sich nie wieder und sind weg. Leider. So, Herr Steiner, Sie werden unterstützt mit der gleichen Summe, dass Sie einsteigen, egal welche Summe, ob das 500 Euro oder 250 oder 25.000 ist, bekommen Sie die gleiche Summe von uns als Hilfskapital, nicht als Geschenk. Ja? Mhm. Sondern die Positionen zu schützen und um die Profite, die Sie erwarten, zu erwirtschaften am Ende des Monats. Deshalb ist ein Zusammenarbeit, Herr Steiner, und deshalb wir bekommen nur 5% von Ihrem Gewinn, nicht von Ihrem Kapital. Mhm. Okay? Und der Roboter wird so entwickelt, dass der wird installiert in Ihren Handy, Computer, Laptop, Tablet oder PC, wo Sie das verlangen, natürlich von der Broker. Und Sie haben drei Möglichkeiten auszuwählen. Entweder können Sie selbstständig mit dem Roboter handeln, die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, Sie handeln mit Roboter und Broker zusammen, wenn Sie dabei lernen möchten. Und die dritte Möglichkeit, wenn Sie überhaupt nicht beschäftigen möchten, der Broker übernimmt Ihr Handelskonto, tradet für Sie und er ruft Sie oder schreibt er per E-Mail, je nachdem, wie Sie Termine vereinbart haben, erklärt, wie viel Profite hat er täglich erwirtschaftet, damit Sie die Profite auszahlen tätigen. Von Ihrem Handelskonto auf Ihrem Bankkonto, Herr Steiner. Mhm. Okay? Und der erste Schritt wird, Sie werden ein Handelskonto erstellen bei unserer Plattform. Das ist kostenlos. Auf diesem Handelskonto, das ist Ihr eigenes Handelskonto, wo Sie werden schauen jeden Tag, Ihr Kapital, das Sie eingezahlt haben, die Profite, die Sie gemacht haben, ne, damit Sie von Ihrem Handelskonto die Profite auszahlen tätigen auf Ihrem Bankkonto, von Ihrem Handelskonto. Okay? Ich dachte, ich habe schon ein Handelskonto, deswegen rufen Sie mich an. Sie haben nur eine einfache Anmeldung gemacht, Herr Steiner. Sie haben noch nicht ein Handelskonto bei uns. Ach so. Also wenn ich mich registriere, dann habe ich noch kein Konto.
Nee, Sie haben, genau, Sie haben noch nicht kein Konto. Ne? Okay. Sie haben nur eine einfache Anmeldung gemacht und wir rufen Sie erstmal zu informieren. Mhm. Danach die Entscheidung liegt bei Ihnen, kein Thema, Herr Steiner. Ja. Okay? Mhm. Aber haben Sie überhaupt Erfahrung an der Börse? Vielleicht mit Forex oder andere Sachen? Nö, gar nicht. Gar nicht. Sie sind Neuling auf dem Markt, nehme ich an. Okay, keine Sorge, Herr Steiner, weil, wie ich gesagt habe, werden Sie an der Seite haben, einen Broker und einen Roboter. Ja. Der Broker natürlich ist ein Algorithmus, der kennt die Marktprognose von alleine und was macht er? Der öffnet verschiedene Positionen bei verschiedenen Produkten, setzt eine gewisse Summe bei jeder Position, multipliziert die Summe mit einem Hebel und entscheidet von alleine, wie lange braucht eine Position aufzulassen und wie viel Prozente braucht er, damit er von einer Position die Profite draufschlagen. Ja. Na, das macht er ganz alleine, Herr Steiner. Oder wenn Sie möchten, der Roboter arbeitet auch mit Vorschlägen, auch automatisch. Sie können beide Optionen auswählen oder eine von den beiden. Okay? Mhm. Weil sobald Sie Kunde bei uns werden, bekommen Sie einen Anruf von der Broker. Der Broker ruft Sie an, den Roboter zu installieren, in Ihren Handy, Computer oder Laptop etc., wo Sie das verlangen. Und Sie bauen zusammen mit dem Broker erstmal eine Strategie, wo Sie am besten Positionen eröffnen, bei welchen Produkten, mit welchen Instrumenten werden Sie handeln. Na? Und dann geht's los, Herr Steiner. Ja. Okay? Und die Einzahlungsmethoden bei unserer Firma, Ihr Handelskonto zu aktivieren, es wird durch eine Einzahlung, dass der Kunde tätigt, entweder per Kreditkarte, Mastercard, Visa, Online-Banking, Online-Überweisung oder Bitcoin-Wallet. Bei der gleichen Methode muss der Kunde auch die Profite auszahlen lassen müssen. Ich weiß nicht, sind Sie gerade vor einem Computer oder wie ich merke, sind Sie beschäftigt bei der Arbeit? Ich bin gerade im Wohnzimmer, ja. Okay, können Sie Ihren Computer vielleicht einschalten, damit ich unsere Plattform zeige? Eine Minute, kostenlos ist das alles. Kleinen Moment. Okay. Schön, wie Sie hier noch anmerkt, dass das alles kostenlos ist. Komisch, dass ich dann aber 250 Euro einzahlen soll. Frage ich mich, wo das Ganze kostenlos bleibt. Das Ganze hat man hier leider auch oft in den YouTube-Werbungen, dass man große Versprechen bekommt mit großen, großen Umsätzen und alles ist kostenlos und man muss ja nur investieren. Dann frage ich mich aber letztendlich, wenn ich was investieren muss, wo ist das Ganze letztendlich kostenlos? Kostenlos ist es, wenn ich eben nichts bezahlen muss. Und naja, und einen kostenlosen Service stelle ich mir auch anders vor, weil letztendlich, ich zahle meine Kohle ein, die ist weg und dann war das Ganze nicht kostenlos, sondern hat mich mindestens 250 Euro gekostet. Wie lange dauert das ungefähr? Eine Minute, das dauert nicht so lange. Ah, ja. Ich wollte zeigen unsere Plattform, genau. Ja? Eine Minute habe ich, ja. Eine Minute haben Sie jetzt, das ist aber sehr lieb, Herr Steiner, danke. Ja, ja, eine Minute dauert's. Aus dieser einen Minute wurden dann noch 47 weitere. Man hört oft am Telefon, dass das ganze Gespräch nur eine Minute oder höchstens 5 Minuten dauern wird und man ist dann ganz schnell fertig angeblich. Die Gespräche dauern dann aber in der Regel doch viel, viel länger. Man sagt dem Kunden einfach nur am Anfang immer, dass es nur ganz, ganz kurz geht und man kaum viel Zeit braucht, um den Kunden eben ruhig zu stellen und dass er am Telefon bleibt und nicht gleich auflegt, weil er eben irgendeine wirkliche, tatsächliche Ausrede haben könnte, dass er gleich los muss. Und so sagt man eben, dass das Ganze nicht lange dauern wird und dann nimmt man sich vielleicht auch als Kunde dafür Zeit, wenn man eben mal nur eine Minute braucht. So, und dann schießen Sie mal los. Okay, dann schreiben Sie bei Google Leiste Emil, Ulrich, ja. Richard, Otto, Cäsar, Anton, Paula, Ida, Theodor. Das habe ich nicht verstanden. Okay. Das wiederhole ich noch einmal. Ja. Emil, Ulrich, Richard, Otto, Cäsar, Anton, Paula, Ida, Theodor, ja. Anton, ja. Ludwig, ja. Siegfried, .com, eurokapitals.com.
Und dann kommt da eine Seite, blauer Bildschirm, na, mit einem Roboter in die Mitte. Ja, genau. Und verschiedene Werbung, genau. Und dann, wenn Sie die Sprache auf Deutsch geändert haben, oben links. Ja. Oben links. Da haben wir auch Deutsch, ja. Okay, super. Dann klicken Sie bei Live-Konto eröffnen, bei der roten Kästchen. Ja. Und dann kommt da Sign-in, E-Mail-Adresse, Passwort, Sign-in, create a new account. Sehen Sie, create new account? An der rechten. Ja, genau. Okay, klicken Sie create new account. Ja. Und da werden Sie schauen, das ist die, wie ich gesagt habe, die Registrierung nicht auf Ihr anderes Konto. So, ich soll mich jetzt also auf dieser Seite nochmal anmelden. Wir erinnern uns, ganz zu Beginn des Gesprächs, als sie angerufen hat, meinte sie, ich wäre da bereits schon angemeldet. Wir hören mal nochmal rein. Und ich habe Ihnen angerufen wegen Ihres Anmeldung bei automatisierter Softwarehandel Bitcoin Roboter Trading, richtig? Ja, kann sein. Daran lässt sich schon wieder eindeutig feststellen, dass der Anruf hier absoluter Betrug ist und ich war dort noch gar nicht angemeldet, aber man hat es einfach vorgeschoben, dass ich mich auf dieser Seite alleine angemeldet hätte in der Vergangenheit. Stellt sich dann aber die Frage, warum ich jetzt eine Registrierung durchführen soll. Ja, und da soll ich jetzt meine Daten eintragen. Genau, die Daten eintragen bei Promocode lautet 003, damit Sie die gleiche Summe von uns bekommen. Und dadurch, dass ich jetzt hier auch gleich noch widersprochen habe, beziehungsweise eine komische Frage gestellt habe, und da soll ich jetzt meine Daten eingeben, hat sie gleich noch hinterhergeschoben, ich könnte hier und dort noch schnell die und die Zahl eintragen, um einen Promocode zu sichern und damit dann auch das doppelte Guthaben damit aufzuladen, also so in der Art. Also man übertuscht gleich, wenn irgendwas unangenehm werden könnte und lenkt sofort den Kunden wieder in eine andere Richtung, ja, damit man weitermacht, ne, und gar nicht weiter nachfragt, weil es gibt ja Bonus. Ne, und wenn man Bonus hört, dann freut man sich ja immer. Ist ja logisch. Das ist Gutscheinscode, Promocode. Aber schreiben Sie einen nach dem anderen. Warum ist das jetzt eigentlich wieder auf Englisch? Das war doch gerade noch auf Deutsch. Leider ist das auf Englisch, weil wir sind international und das haben wir für alle Kunden des ganzen Weltes. Deshalb ist es leider auf Englisch. Aber bei der First Name, ich helfe Ihnen dabei, bei der First Name schreiben Sie Ihr Vorname, bitte. So, habt ihr das wieder mitbekommen? Ich stelle der Tante die Frage, und warum ist das jetzt hier alles auf Englisch? Weil ich hätte es ja auch gerne logischerweise in meiner Landessprache. Und ja, da wird man mir einfach irgendwas hinwerfen. Man macht das so, weil internationale Firma, bla bla. Und sie lenkt sofort wieder ab und sagt, ja, ja, Sie müssen da dann Ihren Vornamen eintragen. Das ist wieder typische Ablenkungstaktik. Sobald eine unangenehme Frage gestellt wird, wieso etwas so ist, dann übertuscht man das Ganze einfach, indem man ganz kurz vielleicht darauf eingeht und sofort auf etwas anderes umschwenkt, weil letztendlich soll ja die Callcenter-Tante das Gespräch leiten und nicht ich. Und wenn ich Fragen stelle, die das Ganze in die Länge ziehen, ist natürlich unangenehm und so versucht man immer wieder in die Richtung zu drängeln, wo man eigentlich hin will, dass ich endlich meine scheiß Daten da eingebe. Aber um nochmal auf den Punkt zu kommen, wenn das ein seriöses Unternehmen wäre, dann gäbe es hier auch eine deutsche Variante dieser Webseite, damit ich als deutscher Kunde das Ganze auch überhaupt lesen kann. Weil was soll ich mit einer Seite, die ich gar nicht lesen könnte eventuell? Und mit international bla bla, also letztendlich nicht jeder kann Englisch. Und wenn ich hier meine Kohle drin versenke, möchte ich auch gerne auch lesen, wohin ich sie versenke. Vermutlich hat hier die Abzockerfirma einfach daran gespart, sich das Ganze zu übersetzen, weil es klappt scheinbar ja auch so, die Leute am Telefon irgendwie breitzutreten und denen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Da braucht man halt heute keine deutsche Webseite mehr zu. Es geht halt auch einfach so, dem Anschein nach. Was war der Promocode? Promocode lautet 003. Bei der Adresse schreiben Sie die Straße, wo Sie wohnen, ohne Hausnummer. Bei der City schreiben Sie die Stadt, wo Sie wohnen, ohne Postleitzahl. So, jetzt bin ich da drin, ja. Okay, haben Sie alles richtig aufgefüllt? Alle Angaben eingetragen? Ich denke schon, ja. Okay, bei Country haben Sie Germany gefunden?
eingetragen? Germany? Ja, by ja. Select country. Mhm. Ah, okay, super. Dann klicken Sie Register New Account und sagen Sie, was Sie schauen, bitte. Ja, jetzt habe ich eine komische weiße Seite mit noch einem Login. Ah, okay, super. Da steht Connect to your account auf Englisch. Richtig? Connect to your account. Ah, ja, genau. Und deine Kästchen? Genau, okay. Sie sind schon registriert. Jetzt? Einen Moment. So, Herr Steiner, wie möchten Sie die Handelskonto aktivieren? Welche Methode die Einzahlung? Wenn Sie möchten, schicken wir nur die Bankdaten in Ihre Mail. Sie können Online-Banking oder Online-Überweisung tragen. Ne? Und dann, wir brauchen dann nur eine Kopie von der Überweisung rüber, bei der gleichen Mail. Und dann geht's los. Herr Steiner. Dann machen wir den Termin mit dem Broker. Sobald dass ich eine Kopie habe von der Überweisung. Ja. Na, ja. Bitte? Ja, was nehme ich denn da am besten? Ich meine Online-Banking, nützen Sie es? Ja, ja, sowas haben wir auch. Hm? Okay, dann schicke ich nur die Bankdaten in Ihre E-Mail bei gerold.steiner@mdccfund.de. Richtig? Ja. Hm, ja, genau. Okay, dann öffnen Sie kurz Ihre Bonus-Eingang. Ja. Das dauert bei mir ein bisschen. Okay, kein Problem, weil ich verlange auch die Bankdaten von der Finanzabteilung gerade. Das schicken die mir gerade. Und dann, wie ich gesagt habe, ist der einfach, Herr Steiner, ich bräuchte nur eine Kopie oder ein Foto. Mhm. Na, von der Überweisung. Ja. Ich finde das auch immer wieder amüsant, dass die Betrugsfirmen immer sofort eine Kopie von der Überweisung haben wollen oder von der Online-Transaktion, wenn man das halt das Geld selbst überweist, also von der ganz normalen Hausbank aus. Und ich kenne das aus keiner deutschen Firma. Wenn ich irgendwas kaufe, dann kriege ich sogar zugeschickt und muss 14 Tage später erst bezahlen und kriege halt eine Rechnung mit bei. Gibt es nicht mehr viel, aber in der Regel läuft das so. Oder ich zahle halt erst die Kohle ein und dann wird halt eben verschickt. Aber man wartet doch nicht oder man fordert doch den Kunden nicht auf, einen Zettel zuzuschicken, also eine Kopie von der Transaktion. Das gibt es in Deutschland überhaupt gar nicht. Also ich verstehe nicht, was die damit wollen. Wahrscheinlich einfach nur, um sich sicher zu sein, dass die Kohle auch wirklich von dem dummen Kunden quasi auch überwiesen wurde. Ne? Also dass die ihre Kohle sicher haben und der Callcenter-Agent seine Provision in die Tasche stecken kann. Also ich kann es mir nicht vorstellen, warum das sonst sein sollte. Weil letztendlich, wenn ich was überweise, kommt es auch an. Ja, also es ist ja mal Fakt. Und mit IBAN sowieso. Deswegen haben wir ja auch die IBAN. Da kann ja nicht mal ein Zahlendreher oder irgendwas in der Art drin sein. Deswegen, also es ist keine Ahnung, was sie damit wollen. Schickt auf jeden Fall eure Bankdaten und auch keine Kopien davon einfach an irgendwelche Leute, wo ihr nicht sicher seid, was sie wollen. Man kann sowas machen, wenn man irgendwo einen Zahlungsverzug mal hat. Ja, da kann sowas vielleicht sein. Angenommen, ich habe beim Stromanbieter Zahlungsverzug, mir droht jetzt, warum auch immer, vielleicht schon die Stromabschaltung und ich habe endlich die Kohle zusammengekratzt und habe es überwiesen und will, dass der morgen nicht kommt, dann kann man sowas hinschicken. Das sind dann Sonderfälle. Na, also wenn man da wirklich einen vernünftigen Sachberater dran hat. Aber bei solchen dubiosen Abzockmaschen verstehe ich gar nicht. Also es braucht kein Mensch sowas, eine Kopie von der Transaktion. Na, also letztendlich sehr suspekt. Und dann, sobald dass ich ein Foto habe, rufe ich Sie sofort an, damit den Termin mit dem Broker zu vereinbaren. Ach so, ich dachte, wir machen das zusammen am Telefon. Bitte? Ich dachte, wir machen das zusammen am Telefon. Ja, wir können auch zusammen machen. Ich meine, jetzt, wenn Sie die Kopie schicken, dann rufe ich Sie sofort an. Meine mache ich den Termin mit dem Broker, damit er anrufen darf. Also ganz ehrlich, wenn ihr da die 250 Euro oder mehr oder meinetwegen auch vielleicht bei dem einen oder anderen weniger eingezahlt habt, die rufen euch nicht nochmal an. Das ist einfach nur wieder gutes Gefühl machen, man überweist das Geld, man schickt dort was hin und danach wird sich dann definitiv gleich wieder einer melden, wurde ja gesagt am Telefon. Und der gutgläubige Bürger glaubt das dann natürlich auch, was da gesagt wird, weil letztendlich, man telefoniert ja mit einer Firma. Und wie gesagt, da ruft keiner an. Ne? Die Kohle ist dann weg und ihr habt eingezahlt.
Da wird sich nie wieder einer melden. Und die Rufnummer, mit der die anrufen, die könnt ihr sowieso nicht zurückrufen. Und die Webseite ist auf Englisch und dann auch mit lauter Programmierfehler. Eine E-Mail-Adresse ist Fehlanzeige. Man findet höchstens ein Kontaktformular. Und wenn da eine Telefonnummer draufsteht, dann ist die entweder falsch, geht nicht, oder man landet woanders. Also auf jeden Fall muss man da vorsichtig sein. Ne? Also ihr wisst schon Bescheid. Na, können Sie da nicht so lange dranbleiben? Bitte? Ich sage, können Sie da nicht so lange dranbleiben? Ich kann lange dranbleiben. Mhm. Das wäre kein Problem, Herr Steiner. Aber sind Sie mit Lautsprecher irgendwie? Nee. Ah, okay. Ich war nur gerade in der Küche. Da halt immer ein bisschen. Bitte? Ich sage, ich war gerade nur in der Küche, da halt es immer ein bisschen. Also deshalb. Ja, weil ich... Okay, einen Moment. Jetzt habe ich auch die Bankdaten von der Finanzabteilung bekommen. Schicke das sofort ein. Aber bitte einfach kopieren, was Sie schauen, nichts anderes aufschreiben. Herr Steiner, sonst müssen wir das Geld stornieren und das ist verlorene Zeit. Ne? Verlieren nur Zeit. Das wäre natürlich ärgerlich, denn... Das wäre dann verschwundene Zeit, ne, verlorene Zeit, weil bis das Geld wieder stornieren werden, ne, und dann dauert lange hin und her. Ne. Ja, nee, Zeit verplempern wollen wir ja nicht. Genau. Schauen Sie mal, haben Sie was bekommen von Anna Johnston, von mir? Nee, ist noch nichts da. Aber wie gesagt, bei mir dauert es mit der E-Mail auch manchmal ein paar Minuten, bis das ankommt. Ja, ja, kann auch passieren. Na, das ist logisch. Haben Sie WLAN zu Hause, oder? Okay. Schauen Sie mal, habe ich zweimal sogar geschickt. Ja. Nee, ist noch nichts da. Aktualisieren Sie Ihren Posteingang, schauen Sie bei Spam oder bei Junk bitte, noch einmal. Ja, aber wie gesagt, das kann noch mal ein, zwei Minütchen bei mir dauern, bis die E-Mails ankommen. Ja, kein Problem, so lange können wir auch warten. Und wann möchten Sie den Termin mit dem Broker? Möchten Sie das sofort ein oder ein bisschen später? Ja, am besten gleich. Für eine halbe Stunde nehme ich an, oder? Ja, wie viel Geld soll ich denn da überweisen? Das entscheiden Sie selber, Herr Steiner. Ja, wie ich gesagt habe, bekommen Sie die gleiche Summe von uns als Unterstützung, sofort auch. Mhm. Ne, nicht als Geschenk, sondern als Hilfskapital, wie ich gesagt habe. Wenn Sie mit 500 Euro einsteigen, bekommen Sie 500. Wenn Sie mit 250 bekommen, bekommen Sie auch die gleiche Summe. Oder 1000, bekommen Sie die gleiche Summe auch von unserer Seite. Das geht dann automatisch. Das entscheiden Sie selber. Das geht automatisch, bekommen Sie durch den Promocode, das ich Ihnen gegeben habe, bekommen Sie die gleiche Summe von uns auch. Und haben Sie heute einen freien Tag, wie es scheint, oder müssen Sie gleich arbeiten gehen? Nee, ich arbeite von zu Hause. Ah, Sie arbeiten von zu Hause. Das ist auch gut. Da brauchen Sie, haben Sie nicht so viel Kontakt mit vielen Menschen. Ja, heutzutage mit dem Corona, das ist auch nicht so schön, oder? Ja, also ich bin sowieso immer zu Hause, von dem her habe ich da gar nicht so viel mitbekommen von... Ja, Gott sei Dank. So, ne, ich habe jetzt noch nichts bekommen von Ihnen. Also E-Mail ist noch nicht ich da. Ich habe das zweimal geschickt bei gerold.steiner@mdccfund.de. Ja, ja, genau, das ist richtig. Dann schicke ich das noch zum dritten Mal, weil das ist komisch, dass Sie zweimal nichts bekommen haben. Kann sein, dass Sie bei Spam oder bei Junk haben. Also, die letzte E-Mail, die ich bekommen habe, ist um 11.17 Uhr. Okay, schauen Sie noch einmal. Habe zum dritten Mal das zugesendet. Aktualisieren Sie noch einmal Ihr Posteingang, bitte, Herr Steiner. Ja, ja. Das ist klar. gerold.steiner@marta-dora-cäsar-cäsar-friedrich-ulrich-nordpol.de. Genau. Weil wenn Sie mit diese E-Mail angemeldet haben, ne, weil wir haben nur diese E-Mail, bei dieser E-Mail haben wir auch die gleichen Bankdaten gesendet. Aber aktualisieren Sie, es kommt darauf an, wie die WLAN funktioniert bei Ihnen zu Hause, oder haben Sie ein schnelleres WLAN? Ja, das geht so.
Aktualisieren Sie noch einmal, bitte. Kann sein, dass 2 Minuten dauert. Meine Güte, da wird die Dame aber langsam drängelig. Kann nicht mal die 10 Minuten, was die E-Mails bei mir immer dauern, abwarten. Nee, ist aber noch nichts da. Einen Moment, dann die Finanzabteilung schickt das auch, weil das ist komisch jetzt, was Sie sagen. Bis jetzt haben wir so viele Bankdaten bei alle E-Mails bei unseren Kunden zugesendet und die haben alles alle bekommen. Einen Moment, dann machen wir auch, dass die Finanzabteilung schickt auch von seiner Seite. Ja. Einen Moment. Aber in der Zwischenzeit schauen Sie mal, weil werden Sie bestimmt was bekommen. Ja, ja, ich aktualisiere das Ding hier immer. Genau, das wissen Sie auch. Ich kann mich auch nochmal abmelden und nochmal anmelden, vielleicht passiert ja dann was. Ja, machen Sie es. Bekommen Sie Ihre E-Mails auf Ihr Handy oder auf Laptop? Ja, nee, kriege ich auf dem Computer immer, ja. Ah, Sie haben einen Computer. Okay, schauen Sie mal, haben Sie noch einmal was bekommen? Warte. Ne, ist noch nichts da. Noch nichts da, Moment, die Finanzabteilung schickt das auch gerade. Aber, okay, Steiner, weil normalerweise sollte ein Yahoo.com zum Beispiel oder Gmail, aber sie haben nur mdccfan.de, deshalb. Ja, das ist von meinem Internetanbieter. Ah, das ist Ihr Internetanbieter, das ist korrekt dann. Okay. Dann einen Moment, die Finanzabteilung schickt das auch gerade. Ja. Moment. Aber so ein Anbieter. Habe ich zum ersten Mal gesehen hier bei Ihrer E-Mail. Das ist auch gut, ne? Etwas Besonderes immer, ja, oder? Nicht immer Gmail oder Yahoo oder. Ja, genau. Okay. Einen Moment, die schicken die auch, weil die haben auch viele Einzahlungen auf einmal. Sekunde bitte. Ja. Schauen Sie mal, die Bank, die Finanzabteilung hat ja auch die Bankdaten zugesendet. Ich gucke nochmal. Von der Herr Robert Novak von der Finanzabteilung. Schauen Sie bei Spam oder Junk. Ja, ist aber noch nichts da. Steht es nicht auf Ihrer Webseite, wo man das hinüberweisen muss? In unserer Webseite gerade wird ein Update gemacht. Aber wenn Sie möchten, können Sie auch mit Mastercard zahlen. Genau, man macht gerade irgendein Update und deswegen funktioniert die Zahlfunktion auf deren Webseite gerade nicht. Ist klar. Also, das ist mir in letzter Zeit ziemlich oft aufgefallen bei den ganzen Betrugswebseiten, dass man bei denen nicht mehr selbst einzahlen kann oder soll. Früher musste man ja immer seine Visa-Karte oder seine Mastercard direkt bei denen eingeben und heute macht man es halt über diese Crypto-Wallets, MoonPay oder dergleichen und man soll eben dort sein Geld einzahlen, also über einen Drittanbieter. Und ja, also jetzt kommt man jedes Mal mit der Ausrede, also bei verschiedenen Webseiten auch schon, das ist mir mittlerweile aufgefallen, dass man sagt, ja, die sind gerade Wartungsarbeiten, das geht gerade nicht. Also da frage ich mich wirklich, wie viele Firmen gleichzeitig Wartungsarbeiten an ihrem Zahlungssystem haben. Und was ich mich erst recht frage, dass bei Wartungsarbeiten an einem Zahlungssystem das Zahlungssystem ausfällt. Das ist mir auch noch nie bei irgendeiner Webseite untergekommen. Entweder geht die ganze Webseite gerade nicht, dass man nichts bestellen kann, aber ich kann ja nicht irgendwo was bestellen und dann aber nicht bezahlen. Ne? Also weil das Zahlungssystem gerade nicht funktioniert. Das ist mir noch auf wirklich gar keiner Webseite vorgekommen. Außer natürlich bei den Betrügern. Ja, das geht auch. Mastercard? Okay, dann klicken Sie dann Deposit. Schauen Sie da Deposit. Auf der Seite jetzt. Auf die Seite jetzt. Ja, bei der, da wo Sie die
Konto geöffnet haben. Ne? Ah, da steht daneben Deposit. Mhm. Okay, einen Moment, weil wir müssten von der Finanzabteilung dann Bescheid sagen, dass die Einzahlung zu erlauben. Eine Sekunde. Ein Moment. Mhm. Weil wir haben die Hände voll. Jeder möchte Trading machen und die Zahlen für morgen bis dahin voll. Ja. Stau geworden, wie es scheint. Naja, die haben also die Hände voll. Weil jeder möchte gerade Trading machen, ist klar. Also das Einzige, was gerade momentan wirklich ist, dass sie jeden anrufen und jeder Trading machen soll. Aber dass jeder Trading machen will, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und selbst wenn dann ein Trading-Hype entstanden ist, dann ist der nur dadurch entstanden, durch diese ganze bescheuerte Werbung, die man jedes Mal sieht und überall seine Daten angeben soll, für den ganzen Trading-Mist, wo man angeblich so viel Geld verdienen kann, wo am Ende dann aber nichts bei rauskommt. Also es gibt verschiedene Maschen. Entweder man zahlt seine Kohle irgendwo ein und man kann da tatsächlich traden und irgendjemand hat an dir Provision verdient. Oder es gibt halt auch die Masche, man überweist sein Geld an Moonpay über irgendein Krypto-Wallet und die Kohle ist komplett weg und man sieht die gar nicht. Also man kann die nicht mal zum Traden benutzen. Und das ist dann auch viel bitterer, als dass man sein Geld nicht mal manuell selbst verloren hat, sondern man hat sein Geld einfach komplett in die Wüste geschmissen. Es ist weg. Eine Sekunde noch. Aber haben Sie Deposit geklickt, ne? Und da steht jetzt Deposit und die Summe. Oder? Nein, eine Summe stand da nicht. Okay, steht da Amount nur. Leere Kästchen, oder? Nee, hier steht, jetzt steht hier Server Error in Application, Runtime Error und ja, keine Ahnung, denn eine riesenlange Fehlermeldung auf Englisch. Aktualisieren Sie noch einmal oder gehen Sie noch einmal einen Schritt zurück, bitte? Benutzen Sie AnyDesk? Zufälligerweise, Herr Steiner? Nee, sowas habe ich nicht. Okay, weil von unserer Seite ist alles scheint in Ordnung zu sein. Hm. Müssen Sie nur noch einmal Deposit klicken. Wie gesagt, bei Ihnen auf der Webseite ist jetzt Error in Application. Also Programmierfehler irgendwas. Also der Fehler stand bei denen auf der Webseite tatsächlich. Und die Webseite ging vorübergehend wirklich gar nicht. Also keine Ahnung, was die für marode Systeme benutzen, aber ja, ganz ehrlich, wenn ich sowieso alle halbe Jahr irgendwas Neues machen muss, dann hätte ich da auch keinen Bock, jedes Mal die Systeme zu warten und irgendwas vernünftig zu gestalten, weil wenn es jedes Mal eh nur schnell gehen soll und mehr Deko ist, als funktionell sein soll, ja, ich meine, für einen Betrug braucht man kein vernünftig laufendes System, das ist schon mal klar. Es muss nur das Wichtigste gehen, einzahlen. Es ist nicht bei Ihnen der Fehler. Nö, bei mir ist der Fehler nicht. Ihre Webseite, die geht nicht. Wenn ich auf, was stand ja, da? Ja, machen Sie noch einmal Refresh. Haben Sie aktualisiert noch einmal, bitte? Also, wenn ich auf Deposit klicke und dann auf, auf dieses grüne Button, dann okay, kommt Server. Okay, dann machen wir noch einmal. Schließen Sie noch einmal die Seite und noch einmal reingehen, bitte. So, und dann habe ich die Seite jetzt zu. Okay. Und dann mache ich nochmal auf. Ich habe mir den Link. Eröffnen erneut, genau. Ich habe mir den Link kopiert und dann trage ich den jetzt ein. Genau. So, jetzt bin ich wieder auf der Seite. Ja. Und wenn ich jetzt auf Deposit klicke und dann nochmal genau. auf das grüne okay. Deposit, dann kommt wieder Application Error. Dann ist Ihre Webseite auf. Application Error. Ja. Probieren Sie es. Ein Moment, ich prüfe es. Okay, weil wir scheint immer ein Update die ganze Zeit, aber ich frage noch einmal, bitte, eine Sekunde, bitte. Mhm. Also wirklich seltsam, wie viele Updates man da bei denen wohl auf der Webseite macht. Tja, das ist nichts anderes als irgendein marodes System, was die immer wieder kopieren und ein anderes Design draufklatschen. Und wenn sie nach einem halben Jahr wieder eine neue Masche machen, dann kopieren sie das System wieder, klatschen eine neue Maske drauf, also ein neues Webdesign.
eine neue URL und ja, jedes Mal können natürlich irgendwelche Fehler passieren, wenn man die Systeme ständig umzieht und immer wieder was Neues darauf macht, dann werden Skripte natürlich auch irgendwann marode, wenn man immer wieder so ein bisschen dran rumfuscht und immer wieder irgendwas Neues draus macht. Ja, und so funktionieren die Betrugsseiten halt, aber es scheint ja trotzdem zu funktionieren. Die kommen ja an ihre Kohle. Ich meine, sonst würden die Leute ja nicht mit mir reden. Irgendjemand muss ja den ganzen Krempel da bezahlen. So ein Callcenter kostet ja nun mal auch ein paar Euro. Mal von den Mitarbeitern ganz abgesehen, die wollen auch alle noch ein bisschen was von dem Kuchen abhaben. Okay, benutzen Sie Anydesk bitte? Die Bildschirmübertragung, Hilfsprogramm, Herr Steiner? Nee, Anydesk habe ich nicht. Haben Sie nicht? Tja, und dann kommt wieder das berühmte Programm Anydesk. Anydesk ist nichts anderes wie TeamViewer, das kennen die meisten, oder VNC. Das ist einfach eine Bildschirmübertragung von PC zu PC. Das bedeutet, man kann, wenn man möchte, die Kontrolle voll an die Gegenseite abgeben. Das heißt, stellt euch zwei Computer vor, die über das Internet miteinander verbunden sind. Und ihr sitzt an PC 1, also das heißt in der einen Ecke von Deutschland oder wo auch immer auf der Welt. Und PC 2 ist auf der anderen Seite von der Erdkugel. Und ihr könnt dann den Bildschirm von dem anderen Computer sehen. Und sogar die Tastatur und Maus komplett übernehmen. Ihr könnt den Bildschirm sogar schwarz stellen. Ihr könnt den Bildschirm einfrieren. Ihr könnt Einstellungen am PC teilweise vornehmen. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Sache. Vom Prinzip her ist so ein Programm wie Anydesk, TeamViewer oder VNC nichts Verkehrtes. Es dient einfach der Administration, wenn man irgendwelche Fernwartungen durchführt, Freunde oder Familie hilft, irgendwelche Computerarbeiten zu erledigen. Oder eben auch Wartungsfirmen, die mal auf irgendeinen Rechner zugreifen müssen. Es gibt tatsächlich echte Firmen, die euren PC aus der Ferne reparieren können. Das ist alles legal, das ist alles auch in Ordnung. Allerdings nutzen die Betrüger diese Software, nutzen die einfach für den Zweck, dass sie ja dabei zugucken können, was ihr da macht, beziehungsweise sogar, dass die eure Daten für euch eingeben, damit man eure IP-Adresse benutzt und nicht die bei sich die Anmeldung vornehmen, weil dann ja kann man ja nicht an das Geld kommen. Und selbst wenn im Betrugsfall ist ja meine IP-Adresse, wenn ich es auf meinem Rechner mache. Und da ich mich jetzt hier in diesem Moment auch ziemlich dumm angestellt habe, die Webseite nicht funktioniert und so weiter, nutzt man wieder TeamViewer, beziehungsweise in dem Fall Anydesk, um auf meinen Rechner zu schauen und zu gucken, was ich da überhaupt mache, weil der Kunde ist ja blöd. Und damit sie eben schneller an ihr Geld kommen und das Ganze sich nicht noch weiter in die Länge zieht. Aber nicht TeamViewer? Nee, das habe ich auch nicht. Okay, dann öffnen Sie eine neue Seite bitte und schreiben Sie anydesk.com. Ich buchstabiere es. Also soll ich mir das jetzt runterladen? Bitte herunterladen, genau. Anydesk.com herunterladen dann. Ja, aber ich lasse doch keine fremden Leute auf meinen Computer gucken. Das ist auch wieder so eine typische Taktik. Den Kunden gar nicht erst fragen, ob er sich Anydesk runterladen will, sondern gleich damit anfangen, laden Sie sich Anydesk runter, hier ist die Domain, bla bla bla. Mit dieser Taktik, also die Frage, ob man das überhaupt haben will, übergeht man halt einfach das Ganze und geht davon aus, dass der Kunde das sowieso tut. Und die meisten, die würden das hier wahrscheinlich sogar einfach machen, wenn man so weit schon mit dem Betrüger am Telefon war. Und das ist eben auch das Gefährliche. Ne? Und das nutzen die halt auch wieder vollkommen aus. Das sind quasi richtige Fragestellungen, wie man zum Ziel kommt. Den Kunden einfach auffordern und gar nicht fragen, ob er das möchte. Und wenn man nicht gefragt wird, kann man ja auch dazu gar nicht reagieren. Eigentlich zumindest. Und viele werden es dann einfach tun und sich das Programm runterladen, die Daten eben preisgeben. Ja, und dann geht der Betrug weiter. Können Sie nicht auf Ihren Computer? Naja, können schon, aber nicht wollen. Nicht wollen. Mhm. Okay. Weil, ich wollte eigentlich nur die Bankdaten geben. Ja, das geht auch ohne Anydesk. Ohne Anydesk. Mhm. Okay, ein Moment. Einen Moment, dann gebe ich kurz auch einen Experten, der wird Ihnen dabei helfen, mit den Bankdaten. Okay? Ja, ja. Sekunde bitte. Ja, und das nächste, was hier auch immer auffällt, wenn man angeblich verbunden wird mit irgendeinem Experten oder irgendeinem anderen Mitarbeiter,
dann ist kurz das Mikrofon nur gestummt und sofort ist der nächste dran und es dauert meistens keine 30 Sekunden. Ja, das ist einfach nur der Typ, der eh schon die ganze Zeit nebenan sitzt und das ist nicht legal. Erstens darf keiner zuhören und zweitens, wenn man jemanden verbindet, höre ich kurz Wartemusik und werde auf ein anderes Telefon verbunden. Zumindest funktioniert das so in ja, vernünftigen, professionellen, seriös laufenden Callcentern, dass ich eine ganz andere Abteilung verbinde und dazu auch ein anderes Telefon anwählen muss und in der Zeit hört der Kunde natürlich irgendwelche Wartemusik und das passiert hier alles nicht, was eben auch einfach wieder darauf deutet, dass der Typ die ganze Zeit daneben gesessen hat, weil wenn ich einen Experten hole und meinetwegen auch das Mikrofon stumme, dann muss ich den erstmal holen und er sitzt dann in einer ganz anderen Abteilung, vielleicht sogar auf einer anderen, anderen Etage und ich muss dazu laufen und der ist nicht gleich in 30 Sekunden dran, also von daher wird er einfach schon wieder daneben gesessen haben. Hallo? Ja. Grüßen Sie, Herr Steiner, Alexander Morris am Apparat. Wie geht es Ihnen? Ja, ganz schlecht eigentlich, aber ja, muss ja. Okay. Genau, er fragt mich, wie es mir geht, aber interessieren tut's ihm eigentlich nicht. Mein Mitarbeiterin hat mir weitergeleitet, dass sie Anydesk nicht benutzen möchte. Genau. Gibt es einen Grund dafür? Ich lasse Sie doch nicht auf meinen Computer gucken. Dann ich sehen Sie ja meine ganzen... gar nicht auf Ihre... Nee, dann sehen Sie ja meine... Ohne Ihre Erlaubnis kann ich gar nicht auf Ihren Computer gucken. Nee, aber wenn wir da im Internetbrowser surfen, dann sehen Sie ja die ganzen Pornos, die ich angeguckt habe. Nee, das muss ich nicht haben. Na, jeder schaut Pornos, ne? Brauchen Sie gar nicht mehr sagen. Ich schaue auch persönlich. Welches schauen Sie am meisten? Ich gucke meistens Hentai. Wirklich? Ich auch. Ich schaue Animes meistens. Also deswegen habe ich auch beim Hentai. Ach so. Ja, und da scheint er sich tatsächlich sogar mit auszukennen. Was für ein Schlingel. Hentais sind nichts anderes als Zeichentrickpornos, meistens aus dem Manga-Bereich und eher aus Japan oder China. Aus der Ecke kommen die meistens. Ich habe auch einen Mitarbeiter hier, der schaut auch Hentais bei uns. Ist ja interessant. Gar nicht um zu schämen, ne? Keine Sorgen. Okay. Tja. Wenn es darum geht, die Kohle zu bekommen, dann muss man sich natürlich nicht dafür schämen. Und dann kann man ja auch mal über Pornos reden mit den Kunden am Telefon. Nicht zu vergessen, gleich nochmal ein bisschen Vertrauen erwecken und davon erzählen, dass der Kollege ja auch Hentai-Pornos schaut. Interessant. Wenn dem also wirklich so ist, möchte ich nicht wissen, wie die beiden ihre Pause miteinander verbringen. Ich möchte einfach nur die Bankdaten einfügen und ich werde ganz raus, ne? Ohne Ihrem, wenn Sie die Maus benutzen, kann ich nicht den Maus benutzen. Deswegen, das ist eine Sicherheit. Naja, und das ist nichts anderes als eine Lüge. Wenn ich die Maus benutze, kann er sehr wohl meine Maus gleichzeitig auch benutzen. Nur es kollidiert natürlich, wenn er nach links seine Maus bewegt und ich meine nach rechts, dann bleibt sie halt in der Mitte stehen und wackelt hin und her. Ist logisch. Man kann das Ganze natürlich sperren, dass der entfernte Rechner keinen Zugriff auf Maus und Tastatur hat und nur zuschauen darf. Das geht, muss man aber wissen und auch erst im Nachgang aktivieren. Das ist nicht unbedingt standardmäßig in diesen Programmen hinterlegt. Also standardmäßig gebe ich meine TeamViewer-ID oder Anydesk-ID einfach an die Gegenseite weiter und die Gegenseite hat dann fast vollen Zugriff auf den Rechner. Das Einzige, was dann noch fehlt, sind die Admin-Rechte. Also Root-Zugriff, dass ich irgendwas großartig installieren kann, das geht nicht so einfach. Na, ihr kennt es vielleicht von Microsoft, wenn dieses Pop-up aufploppt mit besonderen Admin-Rechte bei der Installation. Das geht in manchen Softwaren nicht, dass man die drücken kann. Manche können es aber auch drücken, ist vage. Also man kann es auf jeden Fall ausschalten, dass die Gegenseite die Maus benutzen darf, muss man aber wissen. Und ist nicht eine Sicherheit, die standardmäßig drin ist. Naja, technisch gesehen könnten Sie das ja schon. Wie bitte? Ich sage, technisch gesehen könnten Sie das ja dann schon. Genau, wenn Sie Ihre Maus einfach den ganzen Zeit benutzen, kann ich nicht meine Maus benutzen. Ach so. Weil das Sie mir nicht erlauben, verstehen Sie mir? Ja.
Genau. Jetzt möchte ich einfach nur eröffnen, die Bankdaten einfügen. Ja. Und dann könntest du mir einfach nur rausgaben. Na, ich hatte ja schon probiert, das auf Ihrer Webseite zu machen, aber da steht ja Application Error. Genau, weil es wird schon ein Update getätigt, weil wir haben nur mit Master gearbeitet, aber jetzt werden wir auch mit Visa arbeiten. Und deswegen arbeitet die Code nicht auf der Seite. Ach so. So ein Quatsch, dass das Update nur deswegen ist, weil man vorher mit der Masterkarte und noch nicht mit der Visa-Karte gearbeitet hat und man jetzt die Visa-Karte eben nachträgt, das ist absoluter Blödsinn. Also so einen Blödsinn habe ich wirklich noch gar nicht gesehen. In der Regel ist es so, also ich kenne es nicht anders, wenn ich mich auf irgendeiner Webseite aufhalte, da was kaufe und das gibt die Option Kreditkarte, dann geht eine Visa-Karte auf jeden Fall schon mal und eine Masterkarte in der Regel dann sowieso. Und ich habe es auch noch nicht, also eigentlich ist mir keine Seite bekannt, wo nur eine von den beiden Karten gehen würde. Und eigentlich kann man sogar noch PayPal auswählen oder noch die American Express Karte, ne, also was es da noch so alles gibt. Und also es ist Blödsinn, dass man da jetzt ein Update zumachen muss, um um die Visa-Karte eben einzupflegen. Absoluter Quatsch. Selbst wenn, dann wären es 3 Klicks und das Ganze würde laufen. Und nicht eine Stunde dauern. Jetzt können wir es machen. Ja. Okay, super. Dann geben Sie mir die Anydesk-Nummer und schicke ich Ihnen eine Anfrage. Muss ich erst mal runterladen? Okay, laden Sie es da runter und sagen Sie mir Bescheid. Ist schon heruntergeladen? Ja, habe ich runtergeladen. Okay, dann schauen Sie auf Ihren Arbeitsplatz, unter denen steht eine 9-stellige Nummer. Geben Sie mir es bitte. Ja, ich versuche gerade noch das zu installieren, hier kommt immer eine Fehlermeldung. Gehen Sie einfach auf die heruntergeladene Ordner auf Ihrem PC und da sollte es eigentlich eine Anydesk EXE dort stehen. Einfach draufklicken. Und dann kommt ein kleines Fenster, wo Sie es erlauben, zu installieren werden. Ja, genau. Und dann steht da jedes Mal inkompatible Betriebssystemversion. Ah ja, warte mal, aber jetzt habe ich auch noch eine E-Mail bekommen. Warten Sie mal. Okay. Hier steht Anna Jonston. Genau. Da klicken Sie drauf und werden Sie die Bankdaten schauen. Das hat aber lange gedauert. Hier steht an der E-Mail, dass die um 11.24 Uhr angekommen ist, aber das ist jetzt erst gekommen. Weiß auch nicht. Es kann passieren, weil wir nicht den gleichen E-Mail benutzen, ne? Weil unsere E-Mail ist Eurokapital, ne? Nicht entweder ein meistgehörter Unternehmen. Deswegen, bei meisten dauert es ein bisschen, um anzukommen. Ja. Also es ist schon okay, da brauchen Sie nicht das installieren. Die Bankdaten sind dort. Werden Sie das jetzt tätigen oder gehen Sie bei Ihrer Bank? Ja, ich mache das jetzt gleich. Okay, super. Dann warte ich in die Leitung, sagen Sie mir Bescheid. Ich kopiere das jetzt alles. Ja. So. Dann da noch die IBAN. Wie lange gibt's denn Ihre Firma schon? Wie bitte? Wie lange gibt es denn Ihre Firma schon? Wo ich jetzt arbeite oder? Ich persönlich arbeite ich hier seit 7 Jahren. Ja, und die Firma? Wie lange gibt es die Firma? Viel lange eigentlich. Bestimmte Nummer kann ich hier nicht sagen. Ach so. Steht es nicht bei den Informationen? Mhm. Weil sollte es draufstehen. Also wenn ich selbst schon 7 Jahre in diesem Quatschclub da arbeite, dann weiß ich auch, wie lange die ganze Firma schon existiert. Klar, es gibt den einen oder anderen neuen Mitarbeiter, der es nicht gleich weiß, muss man jetzt auch nicht unbedingt, aber wenn man 7 Jahre in so einer Firma arbeitet, dann weiß ich auch, wie alt mein Unternehmen ist. So, dann, jetzt muss ich hier noch so eine TAN-Nummer eingeben. Ja genau, werden Sie auf Ihr Handy erhalten. Ich habe da so ein Gerät, was ich da an dem Bildschirm halten muss, das blinkt denn da so.
Also nachdem sie das gedatet, dann werden sie eigentlich per SMS eine Tarnnummer bekommen. Mhm. So, dann habe ich das jetzt rausgesendet, ja? Mhm. Okay, super. Dann machen Sie bitte ein Screenshot, ja, oder ein Bild von Ihrer Überweisungsbeleg und schicken Sie zurück bei Anna Johnston. Mhm. Da antworte ich dann nur auf die E-Mail. Oder? Genau, auf die E-Mail. Antworten Sie mit dem Bild. Dann drücke ich da auf Antworten und dann füge ich das Bild da ein. Moment. So. Ist das jetzt schlimm, dass ich keine runde Summe gesendet habe? Wie bitte? Ist das jetzt schlimm, dass ich keine runde Summe gesendet habe? Kein Problem. Wie viel haben Sie gesendet? 2496 Euro. Okay, ist kein Problem. Okay, So, dann sende ich jetzt den Beleg, genau, den habe ich jetzt als Antwort geschickt. Habe ich ganz normal als Screenshot reingepackt. Warten Sie, nee, es ist nicht gut gekommen. Ist nicht gut gekommen? Kann ich gar nicht schauen, nee. Wie meinen Sie das? Ich kann gar nicht schauen, also es ist nicht gut heruntergeladen. Na, Wie haben Sie den Screenshot getätigt? Na, mit der Drucktaste vom Bildschirm, also nicht vom Bildschirm, von der Tastatur. Und dann habe ich das in Hand eingefügt. Versuchen Sie bitte mit der Snipping-Tool auf Ihr Gerät. Was denn das? Suchen Sie bitte Snipping-Tools auf die Lupe und benutzen Sie den, einen Screenshot zu tätigen. So ein Programm hat mein Computer, glaube ich, gar nicht. Es kommt schon automatisch drauf. Jeder hat es. Na, aber auch bei Windows XP? Sollte es drauf sein, glaube ich. Nein, Windows XP hat noch kein Snipping-Tool. Das gab es, glaube ich, erst ab Windows Vista und dann mit Windows 7, 8, 10 und 11. Aber bei Windows XP gab es noch kein standardmäßiges Snipping-Tool. Da hat man Screenshots noch mit der Druck- oder Druck-SAPF-Taste auf der Tastatur gemacht und dann in Paint eingefügt oder was man eben sonst für ein Bildbearbeitungsprogramm dafür genutzt hat. Weil da sehe ich so ein Programm nicht. Wie bitte? Ich sage, da sehe ich so ein Programm nicht. Weiß ich nicht. Also Sie könnten es auch die Überweisung drücken und dann als PDF per E-Mail schicken. Ach du Gott, wie mache ich denn das jetzt? Ein PDF, das habe ich ja noch nie gemacht. Okay, probieren Sie erst ein PDF zu machen und dann nochmal bei der E-Mail antworten. Wie macht man das mit der PDF? Dann, wo Sie die Überweisung getätigt haben, sollte es ganz unten am Ecke, also glaube ich rechts am Ecke, auch eine Drückenmöglichkeit. Und dann kommt es als PDF, als Sie per Printer drücken werden, aber speichern Sie es als eine PDF-Datei und dann einfach zurückantworten auf die E-Mail. Sowas sehe ich da so nicht. So wie Sie die Bild eingefügt haben, so kommt es auch die PDF. Muss ich mal gucken. Okay, ich weiter in die Leitung. Mhm. Oh, ja, also ich sehe da sowas nicht. Was für eine Bank benutzen Sie? Ich benutze die Sparkasse. Sparkasse. Mhm. Okay, dann eigentlich, wir könnten es zurück bei die Enedesk gehen. Ja. Damit ist es auch direkt von meinem Computer eine Screenshot tätige. Dann muss ich da nochmal probieren. Dann, genau. Jetzt muss ich auch mal gucken, wo das Programm hingekommen ist. Bei dir herunterladen eigentlich. Ja, da habe ich ja vorhin schon drauf gedrückt, jetzt sehe ich das nicht mehr. Aber ich lade das einfach nochmal runter. So, jetzt lädt das Programm erstmal runter. Wie bitte? Ich sage, jetzt lädt das Programm erstmal nochmal runter. Okay, probieren Sie es nochmal.
Ja, mein Computer ist schon ein bisschen älter, das dauert manchmal ein bisschen länger. Keine Sorge. So, und wenn ich jetzt das Programm hier aufmache, dann steht da inkompatible Betriebssystemversion. Das kann eigentlich sein wegen Ihrem Computer. Wieso? Weil es eine NXP ist. Ich glaube, vielleicht die Ende des Gewerbe von, glaube ich, 7 bis 10 schon benutzt. Ach du Gott, nee, ich hab XP. Aber ich habe ja das Geld nur schon gesendet. Okay, dann brauchen eigentlich den Bild, also den Beleg, damit wir überprüfen könnten, ob es Sie als Kunde die Überweisung getätigt haben, ne? Verstehen Sie mir? Ja, und wie machen wir das jetzt? Weil die Finanzabteilung wird schon das gebraucht. Ja. Könnten Sie es auf Ihrem Handy die Online-Banking öffnen? Nee, mein Handy, das kann ja gar nicht ins Internet, das hat ja noch Tasten. So modern bin ich ja jetzt auch wieder nicht. Okay, was denken Sie, dass Sie machen könnten denn? Vielleicht, dass ich mir ein seriöses Unternehmen suche, mit dem ich das mache? Okay, dann. Ich suche auch vielleicht Ihre Mutter oder eine Tante. Ja. Damit wir das machen können. Machen Sie Ihren Job eigentlich gerne? Hat Ihre Mutter große Titten oder kleine? Ja. Damit ich halt Bescheid weiß. Ja, machen Sie Ihren Job eigentlich gerne? Ja, gerne, natürlich. Also Sie betrügen gerne Leute und können sich dabei noch selbst ins Gesicht gucken. Ich habe gar nicht gesagt, dass ich betrüge Leute. Na klar betrügt ihr die Leute. Genau. Sag Hallo zu Ihrer Mutter, okay? Vergessen Sie nicht. Ich soll dich mal von einem Betrüger fragen, ob du große Titten hast. Von einem Betrüger, ob ich große Titten habe, hat er gefragt? Ja, hast du ja gesagt? Ja, ich konnte nicht mehr antworten, hat schon aufgelegt. Ja, da haben wir wieder jede Menge Zeit verplempert. Aber nett, dass er meint, er sei seriös und fragt dann nach den Titten meiner Mutter. Schon klar. Ich würde sagen, wir haben wieder ins Schwarze getroffen und dem Betrüger fast eine Stunde Zeit gemopst, wo niemand anders bestohlen und verarscht werden konnte. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Schreibt gerne noch etwas in die Kommentare, teilt das Video, vergesst das Däumchen nicht und wenn ihr mögt, klickt noch auf das letzte Video vom letzten Mal oder auf die Playlist und schaut euch noch ein anderes Video an. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.